Willkommen, liebe Leute, zur Nachbesprechung. Beziehungsweise den größten Teil der Nachbesprechung hatten wir ja schon am Ende des letzten, also während der Credits. Und da habe ich ja schon meinem Unmut Luft gemacht. Ach, na gut, dann gehen wir mal unsere Entscheidung durch. Ich werde mich noch irgendwo anders darüber beschweren. Also Till kriegt noch irgendwann die volle Breitseite, dem werde ich so damit zumüllen, wie blöd ich das Ende jetzt fand. Tut mir leid, Till. Ja, ich werde allgemein alle, die jetzt irgendwie das Let's Play gucken, die ich so kenne, die werde ich mal damit zumachen, wie enttäuscht ich bin. Ich will ja nicht weiter auf euch jetzt einreden. Ich glaube, ihr habt meinen Standpunkt schon verstanden. So. Left the money. Ja, gute Entscheidung, das stimmt. You kissed Chloe. Ja. Cool! Na cool! Wir haben alles an den Hauptentscheidungen richtig gemacht. Ja, yes is! Chloe has David's gun? Frank has David's gun? Was? Wie hätten wir das beeinflussen können? Wie hätten... Hä? Wo war die Entscheidung? Kann mir, wenn das jemand weiß, sofort immediately in die Kommentare schreiben, wo hätte ich entscheiden können, ob David's gun bei Chloe oder bei Frank ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was? Oder hätte ich nicht geschossen, hätte Frank, dann ist das eine Entscheidung aus Episode 2, die sich jetzt hier irgendwie rächt. Das, tut mir leid, das verstehe ich nicht. So, ja, Lisa ist tot. Warum auch immer das eine gute Entscheidung war. Wir haben Warren nicht geholfen. Ach! Ach Mist! Wir hätten als wir durch die Schule geschlichen sind, da was... Den Knopf habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich meine, wir waren an der Klausur. Wir waren da dran. Aber ich wusste nicht, dass wir die Möglichkeit haben, da was zu ändern. Was? Vortex Club? Hä? Wo standen die Sachen vom Club rum? Ist das das Schwimmbad? Im Schwimmbad? Hä? Was soll das denn jetzt? Ich bin einmal komplett durch das Schwimmbad gegangen, um den Schalter zu suchen. Wie konnte ich denn dabei diesen riesigen Abstellraum da übersehen? Ach. Immerhin haben wir die Nachricht gelöscht. Wir haben Melissa geholfen. You didn't warn the homeless woman? Was? Wovor? Hä? Wovor? Also sie meinte doch thanks for the warn oder sowas, als wir dann von der Vision erzählt haben. Was hätten wir denn noch mit der... Ihr ist doch gar nichts passiert, wovor wir sie hätten warnen können. Oder war das später? Hätten wir... wir hätten bestimmt, bevor wir zu Chloe gegangen sind, nochmal zu ihr gehen können. Aber woher soll man das denn wissen? Aber beim nächsten Playthrough weiß ich das dann halt. Foto in der Vergangenheit. Ja, bin ich froh, dass ich das noch gemacht habe. Oh. Und die Markierung auf der Feuerstelle. Ja, das war gerade sehr wörtlich. War also ein Fehler. Gut zu wissen. Ha. Tja. Immerhin das. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was Chrysalis eigentlich... Das google ich jetzt direkt. Ob es dazu einen Eintrag bei Google gibt oder dass sowas wie Nabaclia Drop einfach irgendein Kunstwort der Entwickler ist. Chrysalis. Es gibt ein Hotel, was so heißt anscheinend. Chrysalis. Wikipedia. Oder wahrscheinlich dann Chrysalis, weil ich gerade in der Deutschen bin. Unter Chrysalis versteht man ein Insekt in der Metamorphose. Ah, ein IT-Dienstleister, ein Londoner Verlag für unter anderem Musik, eine Plattenfirma, einen französischen Science-Fiction-Film und eine Plastik. Ja, okay. Metamorphose, ja, klar. Ne? Chaos Theory, Chrysalis. Jetzt macht das alles, wie ist die? Out of Time? Ja, gut, das macht sowieso Sinn. Ja, das ist alles also irgendwie zeit- und veränderungsbezogen. Wie heißt die nächste noch? Die nächste Episode? Darkroom, glaube ich. Und die letzte? Oh Gott. Die letzte heißt...
Nee, ich komme nicht drauf. Ja. Ja. Chaos Theory. Hier gab es weniger Entscheidungen als in den ersten beiden. Oh Mann. Tja, na gut. Ach, das war's dann jetzt aber auch wirklich mit Episode 3. Ich bin so enorm, 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 enorm gespannt, wie es in Episode 4 weitergeht. Und bitte, gib mir die alte Gegenwart wieder. Oder noch eine neue. Keine Ahnung, aber nicht die. Vor allen Dingen, was mag mit Chloe passiert sein? Ha. Das frage ich mich wirklich. Na gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Hoffentlich. Wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, wie vor ein paar Wochen. Wär doof. Ciao.